Ja, ich glaube, dass Dortmund fantastisch in die neue Saison gestartet ist. Dass sie gerade im Offensivbereich wirklich wieder an alte Qualitäten anknüpfen und dass das im Moment mit die herausragende Mannschaft in der Liga ist. Ja, und wir sind nicht so gut gestartet. Wir gehen im Moment durch eine harte Schule. Und von daher wäre es vermessen zu sagen, die hauen wir mal weg. Ja, aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich einen großen Kampf anbieten und wollen versuchen, was Zählbares mitzunehmen aus dem Spiel. Wird allerdings nicht ganz einfach. Haben wenig Schwächen in den Spielen gezeigt. Wir hatten jetzt das Spiel in der Euroleague bei den Norwegern die halbe Stunde. Da haben sie nicht gut ausgesehen, das war Kunstrasen. Jetzt haben wir aber nicht die Möglichkeit, den Kunstrasen hier in der Kürze der Zeit ins Stadion zu verlegen. Da haben sie mal eine halbe Stunde nicht gut ausgesehen. Ansonsten waren wenig Schwächen zu erkennen. Das ist ganz einfach so. Ja, aber nichtsdestotrotz, es liegt dann letztendlich an uns, Schwächen zu zeigen. Ja, es war für mich eigentlich immer eine Top-Mannschaft. Ich glaube, Dortmund hat 6, 7 unglaubliche Jahre mit Jürgen Klopp verbracht. Das ist eine Mannschaft gewachsen. Alles war stimmig. Von Watzke, Zorc, Klopp, Mannschaft, Zuschauer. Das ging über Jahre wirklich immer in die richtige Richtung. Und sie hatten dann letztes Jahr in der Hinrunde mal eine Phase, wo es nicht so lief. Und in der Rückrunde konnten sie das noch regulieren letztendlich. Und es ist dann immer so, dass ein neuer Trainer dann auch sicherlich andere Ansichten hat, das eine oder andere anders sieht. Vielleicht auch einen Ticken anders spielt, aber von der Qualität der Mannschaft hat sich eigentlich wenig verändert. Ja, das ist, wenn ich so einen Costa sehe, der bei Bayern München aufschlägt, der von jetzt auf gleich wirklich eine Verstärkung ist da. Das ist halt für Hannover 96 nicht möglich. Wir sind einen anderen Weg gegangen. Wir haben junge, talentierte Spieler dazu genommen, die halt ihre Zeit brauchen. Ja, und das ist nicht unüblich, das ist eigentlich normal. Und von daher verstehe ich teilweise nicht, wie die Spieler kritisiert werden. Das ist das eine. Und das andere ist, ob wir jetzt im Vollzug sind. Der Punkt natürlich aus den 3 Spielen, der ist jedem zu wenig in Hannover. Da schließe ich mich nicht aus. Und für uns gilt es jetzt wirklich von Spiel zu sehen und Stabilität reinzubekommen und den Weg weiterzugehen. Man sollte bei allem dann die Kirche im Dorf lassen. Ja? Also dieses Spiel ist wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Wenn man aber ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, denke ich, gibt es auch noch andere Themen auf der Welt, die vielleicht ein Ticken wichtiger sind als das Spiel. Und ich nehme diese Arbeit nehme ich sehr gerne an und verspüre jetzt auch speziell jetzt alleine mit macht den Kind auf der Bühne keinen zusätzlichen Druck. Ja, also ich denke, ich stehe immer dafür, wenn ich eine Mannschaft trainiere, die alles auf dem Feld lässt, die gut trainiert, die macht, von der ich sehe, dass sie will, dann stehe ich vor der Mannschaft. Egal, welche Fehler sie da macht. Ja, an den Fehlern muss man dann arbeiten.